Hallo, herzlich willkommen bei Afrika Outlook. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute mit einer Thematik, die innerhalb der afrikanischen Community immer wieder ganz schön viele Fragen aufwirft. Es geht um die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Dabei wollen wir uns ganz besonders auf die Gruppe von Frauen mit afrikanischen Wurzeln konzentrieren. Welche Hilfsmittel gibt es, um jede Einzelne an dem Arbeitsmarkt, an dem Arbeitsleben in Hamburg gleichberechtigt teilhaben zu lassen? Dazu habe ich zwei Experten ins Studio eingeladen von AGIG. Einmal ist es Madeline Danka und Landry Atakora. Warum das Experten sind, das werden Sie gleich sehen. Herzlich willkommen hier im Studio, ihr beiden. Was genau bedeutet AGIG überhaupt? Wofür ist das die Abkürzung? AGIG heißt African German Information Center. Wir sind eine Anlaufstelle für die afrikanischen Communities hier in Hamburg. Wir informieren die afrikanischen Communities über die Integrationsangebote hier in Hamburg. Seit 4 Jahren sind wir im IQ-Netzwerk. Da ist ein Netzwerk Integration durch die Qualifizierung. Da ist ein Förderprogramm von der Bundesregierung und von dem Europäischen Sozialfonds. Ganz schön umfangreich, ne? Genau. So hört sich das an, muss ich sagen. Genau. Seit kurzem ist es so, also seit 4 Jahren gibt es AGIG ungefähr, hast du gesagt. Seit kurzem ist es so, dass ihr euch ganz besonders auf Frauen fokussiert, was die Anerkennung von ihren Berufsabschlüssen angeht. Warum sind das gerade Frauen? Warum konzentriert ihr euch gerade auf diese Gruppe ganz, ganz besonders? Es sind Frauen, weil wir... Weil die Erfahrung einfach ist, dass Frauen, weil sie Kinder kriegen und Kinderbetreuung, öfters einfach so in längeren Zeit beruflich zu Hause sind und es schwer haben, sich hinterher wieder auf dem Arbeitsmarkt sich zu integrieren. Und deswegen ist unser Fokus seit 2019 besonders auf Frauen ausgelegt. Wird das angenommen? Ist es so, dass die Leute wirklich sagen, hey, endlich gibt es das? Oder müsst ihr dann noch ganz schön viel Informationsarbeit machen? Müsst ihr da ordentlich in die Community reingehen? Weiß man davon schon? Ja, also wie Frau Danka gerade gesagt hat, das ist, Frauen haben generell schwer, also vor allem wenn sie Familie haben, ist es sehr schwer für sie. Arbeit zu finden oder noch tätig berufstätig zu sein, genau. Und was auch wichtig ist, dass es fehlt manchmal Motivation. Also es fehlt Motivation. Wie kommt das, weil das einfach zu viel ist, weil die Frauen sich überfordert fühlen? Genau, überfordert, ja, aber sie trauen sich nicht, irgendwelche Qualifikationen zu erwerben. Weil sie denken, vielleicht sind sie schon zu alt dafür oder sie denken, das bringt gar nichts mehr, irgendwelche Qualifikationen zu erwerben. Sind dann mutlos und haben dann auch keine Vision mehr für ihr Leben. Genau. Wie erreicht ihr denn diese Frauen, also die schon so ein bisschen aufgegeben haben? Ja, also im Moment verbreiten wir unsere Infos halt in der Communities, das heißt überall Anlaufstellen, wo wir Afrikaner finden oder wo Afrikaner sich halt eben treffen. Das heißt, das ist in unserem Fall Gemeinden. Wir gehen in Kirchgemeinden, wir gehen auch in Moscheegemeinden. Wir versuchen auch Vereine, afrikanische Vereine zu erreichen und zu gucken, wo sind Frauen, die wir erreichen können und geben so die Infos weiter und laden sie ein, zu uns zu kommen für Beratung. Ja, ich kann noch dazu hinzufügen, dass vor 4 Jahren haben wir über 2000 Menschen aus Afrika in Veranstaltungen, in Moscheen erreicht. Und Wahnsinn ist das, ne? So viele Männer und Frauen. Genau, Männer und Frauen generell über 2900 Menschen erreicht. Wenn wir jetzt ein Publikum hätten, dann würde das lauthals applaudieren, würde ich sagen. Wie alt sind denn die Frauen ungefähr, die zu euch kommen? Also, sind das eher jüngere Frauen? Weil wir haben jetzt über Berufsabschlüsse gesprochen. Da wird man denken, okay, die sind wahrscheinlich relativ jung. Aber sprecht ihr jeden an von bis? Ist das egal, wie alt man da ist? Generell ist es egal, wie alt man ist.
Eigentlich schon. Am meisten mit Anfang 30, also 30 Jahre alt, okay, bis ja. Da ist es unterschiedlich. Wie alt war die älteste Kandidatin? Ihr habt ja jetzt gerade mit dem Programm gestartet. Oder sagen wir mal, wie alt war der älteste Kandidat? Denn du bist schon 4 Jahre dabei, du bist jetzt gerade mit eingestiegen. Es sind so ganz frische Impressionen, die du hast. Aber vielleicht an Landry, wie alt war so der Älteste, dem ihr helfen konntet? Oh, schwer zu finden, schwer zu sagen, weil viele sind zu uns gekommen. Älteste würde ich sagen bis 45, glaube ich. Das ist ja noch jung. Ja. Aber würdet ihr den Menschen ermutigen, die auch noch älter sind, wenn die jetzt zugucken und sagen, ich bin jetzt schon über 60, ich bin hier vor langer Zeit hergekommen, mein Abschluss wurde damals nicht anerkannt, denn da hat sich ja schon einiges verändert. Da ist auch noch Hoffnung da, dass derjenige eingegliedert werden kann in das Arbeitsleben in Deutschland? Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir ermutigen eigentlich jede, speziell auch Frauen, die Lust haben. Die Frage ist natürlich immer, mit 60 ist man schon dem Rentenalter relativ nah. Sagen wir 55, sagen wir 54, irgendwie sowas. Genau, also solange die Frau selber auch bereit ist und sagt, ich möchte diese Anerkennung und ich möchte damit auch arbeiten, denke ich, setzen wir da keine Grenzen nach dem Motto, nee, zu alt, nee, überhaupt nicht. Genau. Ihr motiviert dann eher und sagt, ja, wir versuchen und gucken, was da möglich ist. Ja. Ne? Genau, also unbedingt. Wir motivieren auch, indem wir positive Beispiele also zeigen. Ja, es gibt Frauen, sie sind alt, trotzdem, sie haben etwas geschafft. Aber du musst da schon viel Power aufbringen, glaube ich, um diesen Weg zu schaffen. Wie sieht das ganz praktisch aus? Also, dass man sich das einfach mal vorstellen kann. Sagen wir mal so ein Beispiel, derjenige hat eine Berufsausbildung gemacht in Ghana, in Togo oder in Nordafrika irgendwo, kommt zu euch und wie geht ihr dann weiter vorwärts? So, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe etwas in Ghana gelernt, wir gucken erstmal, was er in Ghana gelernt hat und dann gucken wir auch, was es in Deutschland gibt. Also das heißt der sogenannte Referenzberuf. Und dann wir gucken, wenn Äquivalent-Beruf hier in Deutschland, das ist entscheidend. Okay. Dadurch kann man auch vergleichen und also ab da kann man wissen, eine Anerkennung für diese Ausbildung aus Ghana ist möglich in Deutschland. Aber wie sieht dieser Weg dann weiter aus? Ganz praktisch. Also ich möchte mir das einfach vorstellen können. Ja. Wenn man jetzt nichts damit zu tun hat, dann sagt man, okay, ich bin zum Beispiel Schreiner. Ja. Oder ich bin Friseurin, habe das gelernt, habe das auch abgeschlossen. Ich komme hierher, ich komme zu euch. Was macht ihr? Ja. Also dieser Referenzberuf ist ganz wichtig, weil wenn es in Deutschland keinen Referenzberuf gibt, dann können wir die Berufe leider nicht miteinander vergleichen. Das heißt, wenn es einen Referenzberuf gibt, dann ist es eigentlich, geht es erstmal darum, diesen Vergleich dann von der zentralen Anlaufstelle auch, also das beantragen wir dann für die Frau oder für die Person, die zu uns kommt, dass die zentrale Anlaufstelle für Anerkennung sich dieser Berufsabschluss anguckt und sagt, ja, das ist äquivalent zu diesem Beruf in Deutschland. Und dann gibt es die Möglichkeit der teilweisen Anerkennung und vollständigen Anerkennung. Die teilweise Anerkennung ist dann die, dass es Unterschiede zwischen dem, was halt in Afrika gemacht worden ist und dem, so wie es hier in Deutschland gemacht wird, so nicht komplett passt. Und dann bekommen wir von der zentralen Anlaufstelle auch meistens dann eine Empfehlung, was die Person machen kann, um die vollständige Anerkennung zu bekommen. Das ist dann zum Beispiel eine extra Ausbildung, die kürzer ist, oder wie ist zum das? Oder also, Schulgang nochmal? Oder? Genau, also generell, das ist so, dass wenn man eine Anerkennung, also einen Antrag so stellt, man bekommt ein Ergebnis. Okay. Anerkennungsverfahren, da ist, wie Frau Dankwa gesagt hat, Madeline gesagt hat, da ist ein Vergleichsprozess. Man guckt, was man im Ausland erworben hat, man guckt, was gibt es in Deutschland. Wenn es keine Unterschiede gibt,
dann bekommt man eine vollständige, vollständige Anerkennung. Ist ja auch aber gut zu wissen, genau, dass das auch sein könnte, dass genau, da irgendwie gar nichts genau, angeglichen genau, werden muss. Also wenn, der leichte Weg. Wenn die ja, okay, zuständige Behörde also feststellt, mhm, dass es Unterschiede gibt und dann sie sagen, ja, das können wir anerkennen, das kann man nachholen. Ah, okay, das kann man dann nachholen. Genau, von der zuständigen okay, Behörde, man bekommt eine Empfehlung. Genaue Anweisung, was man da beruflich genau, noch an Ausbildungsteil das könnte nachholen ein Praktikum sein, okay, das könnte genau, eine Nachqualifizierung, Anpassungsmaßnahme sein. Okay. Und dann ab diesem Moment, dann suchen wir weiter. Das hört sich jetzt gar nicht so schlimm schwierig an, wie man dann denkt. Wie ist das mit akademischen Abschlüssen? Also ist das unterschiedlich in den Ländern auch jeweils? Generell bei akademischen Abschlüssen, wenn man einen Bachelor oder Master mhm, hat oder mhm, Diplom, dafür ist das zentrale Stelle für ausländisches Bildungswesen okay, zuständig. Also, und mit denen arbeitet ihr dann auch Hand in Hand? Also wenn ich jetzt mit einem Bachelor zu dir komme und sage, ja, ich habe den in einem afrikanischen Land erworben, ja, ich habe das geschafft, ja, ja, sehr gut. Was macht ihr dann? Also ihr geht den Weg mit den Leuten dann auch wirklich. Genau. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen. Ne? Genau, das heißt, mhm, wir gucken, was die Person im Ausland erworben hat als mhm, also Hochschulabschluss. Und dann wir kontaktieren also die ZAB, okay, das ist zentrale Stelle für ausländisches Bildungswesen, okay, habe ich schon gesagt, in Bonn. Mhm. Also in Bonn kann man das beantragen. Das heißt, erstmal, das geht online. Online, also die Person kann online den Antrag stellen und dann Rest bekommt er per Post und per E-Mail. Das heißt, wir helfen, also den Ratsuchenden, diesen Antrag zu stellen. Ja, das hört sich so an, als ja, wäre das auch möglich, dann wirklich Erfolge zu ja, erzielen. Wie lange dauert so ein Verfahren ungefähr? Ist es immer ähnlich lang oder ist das sehr, sehr unterschiedlich? Was würdet ihr beide so aus eurem Erfahrungsschatz heraus sagen? Genau, ja. Erfahrungsschatz, also was ich ist jetzt weiß, da noch nicht so groß. Genau, genau, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es unterschiedlich ist. Also es kommt drauf an, halt, was am Ende bei diesem Vergleich rauskommt und was benötigt wird. Das heißt, bei der einen läuft es dann ja schnell, da heißt es keine Unterschiede. Okay, je nachdem, wie komplex genau, das ist dann auch. Genau, das ist vollständig anerkannt mhm, und dann kann die Person schon mal nach einem Job suchen. Mhm. Bei der anderen heißt es ja, du musst erst mal ein halbes Jahr ein Praktikum machen und das dauert dann dementsprechend auch länger. Bei handwerklichen Berufen haben wir auch zum Beispiel Fälle, wo dann nachgewiesen werden muss, wenn zum Beispiel keine Zeugnisse vorliegen, dass die Person tatsächlich das, was er behauptet, gelernt zu haben, auch kann. Und das, deswegen ist es unterschiedlich. Es ist nicht bei allen gleich. Genau. Es ist unterschiedlich, aber es lohnt sich ja anscheinend sehr, ne, den ja, Weg dann was auch zu wissen ist, dass wenn man einen Antrag stellt, Anerkennungsantrag stellt, und wenn die Behörde also Eingang des Antrages so, mhm, bestätigt und dann ab diesem Moment fängt der Prozess an. Und wenn der Prozess anfängt, das dauert maximal 3 Monate. Gar nicht also, so lange. Also innerhalb von 3 Monaten bekommt man ein Ergebnis. Das ist ja überschaubar. Genau, ist das dann aber auch, ne? Wenn also irgendwelche wie Verspätungen so mhm, kommt, also dann kann die zuständige Behörde auch per also schriftlich bescheinigen, dass ja, das könnte noch also dauern sozusagen. Man bekommt irgendwelche also Informationen. Ja, das hört sich ja also nach einem leichten Zugang an, auch niedrigschwellig das Ganze. Und gerade deshalb ist das so wichtig, dass das in die Community hineingetragen wird. Wir reden gleich weiter, hören jetzt erstmal Musik, einen musikalischen Leckerbissen von Daniel Jetman. Hey Mama heißt das. We need you, Lord. Hallelujah. We thank you for your son, Jesus. Shemima, mamenya
sa o mira yesu mira yesu shame di ma menso ye christo ma ji kwa pa for you, Lord. My Lord, yeah. Jesus, yeah, yeah, yeah. We have come before you, Lord, before you, Lord, before you, Lord. My Lord, send your spirit, Jesus. Send me my Mami ya sawo Oni mira Lord Shame di Lord Shame di Misumu ye Christo Ma jinkwa ba Shame mami mama
Daniel Jetman mit Gospel at its best. Und wir sind mittendrin, ja, in dem Gespräch, und es geht um die Anerkennung von Berufsabschlüssen, aber auch Schulabschlüsse sind wichtig. Also wie ist das, wenn ich jetzt mit einem Realschulabschluss oder einem Äquivalent dazu aus einem afrikanischen Land komme? Ja? Wird das sofort anerkannt? Wird der Abschluss sofort anerkannt? Kann es da Probleme geben? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Kann man auch damit zu euch kommen? Ja, also generell kann man alle schulischen Abschlüsse aus dem Ausland hier anerkennen lassen. Alle, wirklich? Also alle. Ja, also dafür ist das Schulinformationszentrum zuständig. Da kann man einen Termin suchen und dann, ja, sie können alles überprüfen. Aber kann man das auch mit euch machen? Ist ja, das auch eine Möglichkeit? Ich denke mal, wenn Menschen hierher kommen und vielleicht auch hilflos sind, gar nicht wissen, in welche Richtung sollen sie sich orientieren, ist das eine Möglichkeit? Seid ihr da auch eine Anlaufstelle? Ja, also wir sind keine zuständige Stelle oder Behörde. Aber, ihr könnt also, die Leute aber an die wir Hand können nehmen. Orientieren, Informationen okay. geben, auch begleiten. Ja. Wir begleiten auch Ratsuchende zu der zuständigen Behörden. Wie das Schulinformationszentrum, wenn die Person sagt, ja, sie möchte ja, Schulabschlüsse, Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss anerkennen lassen, dann suchen wir einen Termin bei dem Schul- und Informationszentrum und dann wir gehen zusammen dahin und dann sie prüfen alles und dann, wenn alles stimmt, dann bekommt man dort ein Ergebnis. Ich glaube, das macht ganz schön viel Mut und es ist schade, dass das viele noch gar nicht wissen, also so viele Infos, die ihr hier gerade streut. Es ist ja noch weit verbreitet, das habt ihr mir auch im Vorgespräch erzählt, in den Communities, in der afrikanischen Community und in den kleinen Communities, dass das oft sinnlos ist. Ne? Es gibt ja auch viele Geschichten in anderen Generationen, ne? Da hatte jemand einen tollen Abschluss, der wurde nicht anerkannt und dann gibt es nur die Möglichkeit, einen Beruf auszuüben, ohne Ausbildung, irgendeinen Hilfsjob oder sowas. Wie ist euer Appell an die Leute? Traut euch, wir nehmen euch an die Hand. Ja, unbedingt. Also wie gesagt, es ist wichtig, dass es in den Communities ankommt, dass es inzwischen ein Gesetz gibt, weil das gab es halt vorher nicht. Mhm. Und ich glaube, dieses Wissen sitzt leider noch sehr tief in den afrikanischen Communities nach dem Motto, unsere Abschlüsse aus Afrika oder Abschlüsse aus Afrika sind nicht wert, ne? Genau, haben in Deutschland keinen Wert. Mhm. Und das ist nicht mehr so. Und unbedingt, wir reden im Büro auch immer darüber, dass wie wichtig es ist, dass Afrikaner aus diesem Background, was wir irgendwie gefühlt in Deutschland immer sind, wir machen die Putzjobs, wir sind immer die, die irgendwo im Hintergrund irgendwas machen, aber es gibt jetzt die Möglichkeiten und wir wollen unbedingt, kommt raus, traut euch und es ist möglich, ja. Was für eine gute Nachricht. Wirklich. Total positiv, sehr, sehr, sehr schön, konstruktiv, nach vorne gerichtet. Was gibt es denn da für Erfolgsgeschichten? Fällt euch da irgendwas ein? Ich weiß, du bist relativ kurz dabei, aber vielleicht auch bei dir. Du bist ja lange schon mit dabei. Vielleicht jetzt nicht nur auf Frauen bezogen. Ich weiß, dieses Programm richtet sich explizit an Frauen, aber vielleicht auch Geschichten von Männern, die hier angekommen sind, die ihr unter eure Fittiche genommen habt. Und dann war das sehr positiv. Kannst du da was erzählen? Ja, also wie konnten einige Erfolge erzielen. Beispielsweise ein Mann aus Kamerun hat eine Ausbildung als Schweißer in Kamerun absolviert und dann ist hergekommen, zu uns gekommen, sagte, ja, er wollte seinen Abschluss anerkennen lassen. Und dann haben wir ihm geholfen, ja, diesen Ausbildungsabschluss als Schweißer hier
anerkennen zu lassen. Und das hat er auch also er arbeitet immer noch geschafft. Erfolgreich in seinem Beruf. Genau, ne? Und ist dadurch auch in Deutschland angekommen, genau, denke ich mal. Genau. Ne? Ist ja ein wichtiger Teil dann auch. Ja. Gibt es Frauen, vielleicht auch jüngere oder ältere? Ich brauche immer so ein paar Geschichten, die greifbar sind. Wir haben schon gesagt, wenn man will, kann man auch etwas erreichen. Mhm. Beispielsweise eine Frau aus Ghana war Verkäuferin in Ghana, mhm, nur angelernt. Nicht, also ohne Ausbildungsabschluss und so weiter. Und dann sie ist zu uns gekommen und sagte, ja, sie war Verkäuferin, aber sie möchte, dass sie hier in Deutschland noch mal also lernen. Also wirklich eine Ausbildung machen, eine Ausbildung mit anerkanntem Abschluss, genau, und so weiter. Also, mhm, mit zwei Kindern. Also, das ist ja die Herausforderung, genau diese dann Motivation, auch für Frauen, ne? Diese Motivation, die anderen so also fehlt. Sie hatte die Motivation und ein Ganze vom Anfang an, alles noch, also wie kann ich sagen, alles neu anfangen. Neu anfangen, so. Wirklich. Okay. Das hat sie, mhm, geschafft. Wir haben ihr geholfen, ja, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Sie also hat, da geht ihr auch an die Unternehmen ran, heißt genau, das wirklich? Das heißt, so wir, konkret ist das, ja. Ja, wir haben ihr geholfen, indem wir einen Betrieb für sie, mhm, gefunden haben. Sie hat das nach 2 Jahren tatsächlich geschafft. Ja, die Ausbildung also erfolgreich zu absolvieren. Ja. Das heißt, wir machen auch Bewerbungstraining. Genau, wir suchen Mitbetriebe aus. Natürlich können wir, das suchen wir es nicht komplett. Die Frauen müssen auch entscheiden, wo sie gerne zum Beispiel, absolut, arbeiten, klar, möchten. Also, mhm. Und dann helfen wir bei Bewerbungen schreiben und bereiten mit vor Vorstellungsgespräche und so weiter. Und also sind von Anfang bis zum Ende, wenn die Frauen sind möchten, begleitet, ne? Genau, sind wir dabei. Was heißt Bewerbungstraining? Wie sieht sowas aus? Wenn man das mal kurz, ganz kurz umreißt. Ja, also wenn zum Beispiel jetzt eine Anerkennung stattgefunden hat und wir jetzt das Vorliegen haben und die Frau kann mit dem Abschluss aus Afrika sich hier in Deutschland bewerben, setzen wir uns einfach mit ihr zusammen, schauen uns ihre Unterlagen an und passen das an, so wie das halt in Deutschland gemacht wird. Das heißt, wir schreiben jetzt nicht die Bewerbung für sie, aber es ist ja, also hier funktionieren ja Sachen einfach auch anders als, mhm, in Afrika. Mhm. Ja, was ist da anders zum Beispiel? Was ist dir aufgefallen? Was ist da anders? Was würdest du sagen? Das können viele, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, weil sie entweder gar keinen Zugang zu afrikanischen Ländern, zu afrikanischen Kultur haben oder auch andersrum eher in der Community unterwegs sind. Was ist da der Unterschied? Ja, also ein Unterschied ist, dass wie viele, hier, ne, reglementiert oder formell, mhm, ist, dass um ein Praktikum zu bekommen, muss man sich bewerben. Mhm. Also hier, also in Afrika nicht unbedingt. Also durch Bekannte bekommt man was. Das heißt für einige, vor allem Frauen, die 10 Jahre oder 5 Jahre zu Hause geblieben sind. Ist das also alles neu? Alles neu für sie, da ist eine Belastung, mhm, für sie. Große Barriere. Deswegen, mhm, wir bieten diese Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Wie, mhm, Madeleine sagt, wir nicht, dass wir eine Bewerbung für sie schreiben, aber wir helfen ihnen selber, also diesen Weg dann auch zu genau gehen. Genau, ne? Die Bewerbung zu befassen. Also, das heißt ja wirklich, das Wichtigste ist die Motivation des Einzelnen. Und auch da mutig zu sein, ja, sich selber was zuzutrauen, vielleicht auch ja, sehr auf sich zu hören, worauf habe ich Lust, ja, wo ist meine Leidenschaft. Ohne geht es nicht. Ihr seid jetzt nicht die Kindergärtner, die alles vorbereiten, sondern das ist jetzt dann wirklich das Fundament, ne, heißt das. Ja, also wir brauchen unbedingt Frauen, die von sich aus das auch schaffen wollen. Und, anders so, geht es auch gar nicht. Ja, ne? Wir sehen aber auch, dass wir da, also als Kindergärtner, glaube ich, sehen wir uns nicht, aber wir sehen da schon so eine Art Empowerment-Auftrag auf unserer Seite. Das bedeutet, also afrikanische Frauen kommen nach Deutschland eigentlich mit dem Ziel, sie wollen Geld verdienen. Und machen sich gar nicht klar, dass es zum Beispiel in Deutschland ein Unterschied ist, was du verdienst, ob du eine Ausbildung hast oder nicht. Also das ist da. Und mit solchen Sachen versuchen wir, die Frauen auch am Ball zu halten, zu sagen, es lohnt sich, es macht einen Unterschied. So. Und ja, wir
Ja, wir haben schon diesen, es ist Teil von dem, von dem, was wir machen, dass wir sagen, wir empowern diese Frauen auch. Die sollen schon auch mit Eigenmotivation kommen, aber wir bleiben auch am Ball. Wir versuchen, das heißt, auch, ihr müsst auch wirklich ein Herz für die Menschen haben. Genau, ne? Also das geht ja nicht ohne. So ein ganz normaler Beruf ist das jetzt nicht, den ihr ausübt. Also bei uns, wie Madeleine sagte, wir zeigen nur Möglichkeiten, Qualifikationsmöglichkeiten. Mhm. Also wenn die Ratsuchenden selber die Motivation haben, also das anzunehmen, gerne sind wir da, also langfristig, also dauerhaft also zu begleiten. Woher kommt die Leidenschaft für andere, also für denen es vielleicht nicht so gut geht? Was würdet ihr da sagen? Weil man muss ja schon eine Leidenschaft für Menschen haben, ne? Und das auch ernst meinen, das mit Herzblut machen, das sehe ich bei euch sehr, dass ihr das wirklich sehr, sehr ernst meint. Auch wenn du von Empowerment sprichst, das ist ja dann schon eine sehr besondere Aufgabe. Es ist nicht bloß ein Job. Was würdet ihr da sagen? Also für mich persönlich, das hat zu tun mit meinem Sozialengagement in der afrikanischen Community. Ich bin sehr engagiert. Dadurch habe ich Erfahrungen, habe ich auch viel erlebt, was unsere Brüder, Schwestern brauchen. Zweitens hat es zu tun mit meinem Studium. Mhm. Ich habe mich mit arbeitsmarktpolitischen Themen befasst. Und, okay, es ist dein Fachbereich. Genau, Fachbereich. Dann auch, und ich weiß, wie die Statistiken für Menschen aus Afrika. Mhm. Also aber das heißt ja noch nicht, dieses Wissen zu haben, heißt noch lange nicht für euch beide, dass man da so ein Herzblut hat für andere. Ich glaube, viele haben das Wissen auch, ne, und dieses theoretische Gerüst, aber das heißt noch nicht, dass man sich da so einsetzt. Und das finde ich großartig. Wir sprechen gleich weiter, weil mich das sehr interessiert, wo das herrührt, dass ihr da so ein großes Herz habt für andere und auch so eine positive Perspektive auf Gesellschaft. Wir freuen uns jetzt nochmal auf Daniel Jetman. Und der Titel heißt To Worship. Oh,
Das war Daniel Jettman. Was soll ich sagen? Wunderschöne Musik. Wir haben ganz kurz über euer Engagement für andere gesprochen und ich habe gesagt, das ist jetzt nicht bloß ein Job, sondern das ist, finde ich, schon ja, ein Job plus. Ja? Plus ganz viel Herzblut. Anders funktioniert das nicht, weil ihr direkt mit Menschen arbeitet, für Menschen arbeitet, Türen aufmacht für andere. Was macht das mit euch? Ist das auch eine Bereicherung für euer eigenes Leben? Würdet ihr das sagen? Oder vielleicht auch von dir, weil du ja bist relativ kurz dabei und die Impressionen sind relativ frisch. Was hat sich da verändert bei dir? Hat sich was verändert? würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich mache das auch halt aus diesem Nächstenliebe oder jedenfalls habe ich mir gewünscht, so einen Job zu finden, wo ich tatsächlich auch das, woran ich glaube, auch praktisch umsetzen kann. Woran glaubst du denn? Unbedingt an Nächstenliebe, dass das, was ich mir für mich wünsche, also ich bin halt ziemlich jung nach Deutschland gekommen und hatte, Jahren, genau, ja. Mhm. Und hatte, habe diese Schwierigkeiten nicht, einen Beruf zu finden oder irgendwie, ich musste nichts anerkennen. Warst sofort im System drin. Genau. Ja. Mhm. Und sehe aber halt in meiner Community, so von meiner Mutter und Tanten und Onkels, die man um sich hat, wie die strugglen, also wie sie, und da, also als ich herausbekommen habe, dass es diese Möglichkeit gibt und dass ich dafür, also da arbeiten darf, also ich glaube, das ist das, was man mir auch anmerkt, dass, ja, du strahlst das die ganze pusht Zeit. Mich und total. Ihr beide sowieso, also von daher. Ja, das pusht mich total, weil ich glaube, dass das in unserer Communities ganz dringend benötigt wird und dass es für die Integration von den Afrikanern auch wirklich total wichtig ist, dass sie auch beruflich ankommen. Ja, dass du Teil der Gesellschaft bist, ne? Dass du partizipierst, ja, dass du irgendwie Teilhabe hast und so weiter. Ich glaube, sonst fühlt man sich auch nicht vollwertig als Bürger. Und ich glaube, das ist essentiell, das Ganze. Wie ist das bei dir? Du bist ja schon lange mit dabei. Hat das dein Leben verändert? Hat es deine Perspektive auf Gesellschaft, auf Deutschland auch verändert, was du machst? Ja, also ich kann sagen, das lohnt sich. Viele Afrikaner, ja, die wir begleitet haben, also da ist ein Stolz für uns, für mich persönlich. Ich habe auch, dass ihr so viel erreicht habt schon. Ne? Ich habe Jugendliche in die Ausbildung vermittelt. Aber andererseits, da ist es auch schwierig, vor allem wenn wir sonntags also in die Kirche, in der afrikanischen Kirche gehen, dann man lässt eigene Familie also zu Hause. Also das ist ja manchmal ist es schwer sozusagen. Okay, du meinst, du musst dann, also auch in, du hast ja auch erzählt, ihr geht in die Kirchengemeinden und so weiter, genau, um die Leute zu erreichen. Das heißt, manchmal ist es noch die Extra-Tour, die man da drehen muss und eigentlich braucht man auch Zeit für seine Familie. Genau, das ist schon sehr umfangreich. Auch, genau, also das ist ja diese Kombination, aber wir machen gerne, weil wir möchten etwas für die Community erreichen. Und gemeinsam, deswegen also gehen wir ja in diesen Weg. Ich finde euch beide unglaublich empowernd, jetzt, dass ihr hier schon so sitzt und uns sehr, sehr positiv seid und so weiter. Wart ihr schon immer so positiv ausgerichtet auf das Leben? Wart ihr schon als Kinder, wart ihr schon als Jugendliche, die gesagt haben, du, ich mache was für andere oder ich verhalte mich nur so, dass es dem anderen auch gut geht? Oder habt ihr schon früh eine Verankerung im Glauben gehabt zum Beispiel? Also ich möchte noch mal tiefer nachgraben, wo das herkommt. Also weil ich glaube, kann man einfach Humanist sein, guter Mensch, ne? Aber bei vielen gibt es eine Kraftquelle, ja, die einem das ermöglicht. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass das oftmals auch eine große Herausforderung für euch ist. Du hast es gerade angesprochen, dann in die Kirchengemeinden zu gehen. Eigentlich wäre man mit der Family zusammen. Und man macht es trotzdem.
Ja, also ich würde von mir nicht behaupten, dass ich schon immer so war. Hatte aber auf jeden Fall vor ein paar Jahren, so was Glauben angeht, Erfahrungen gemacht, die bei mir, also die mich verändert haben, dass ich Nächstenliebe auch tatsächlich nicht nur vom Glauben her sagen oder es nur sagen möchte, sondern dass es mir wichtig war, Wege zu finden, das auch praktizieren zu können, also in die Tat umsetzen zu dürfen. Also wenn wir von Kraft reden, ja, dann kommt meine Leidenschaft für meine Community, aber allgemein auch für andere aus dieser Motivation, dass ich die Nächstenliebe, die in der Bibel gepredigt wird, gerne auch in der Tat umgesetzt, also gerne umsetzen möchte. Habe ich mir doch gedacht. Dass da oftmals ist es, glaube ich, so. Also ich habe ja sehr viele Menschen interviewen dürfen in den letzten Jahren und das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn man dann nachgehakt hat, irgendwas war dann da im Hintergrund. Wie ist es bei dir? Ich kann das selber nicht erklären, aber ich glaube, das hat so zu tun mit meiner familiären Situation. Ich bin in Togo aufgewachsen. Ich komme aus einer Familie, Gemeinschaftsarbeit war also das Motto. Und ich glaube, das hat mich so einfach geprägt. Also du hattest immer Rückhalt, ihr habt genau, euch gegenseitig, genau, gegenseitig unterstützt. Das. Genau, das hat mich also... Dann ist das das Normale für dich, ne? Dass man sich gegenseitig unterstützt, was ja auch sehr, sehr schön ist und toll zu sehen, dass das dann so weitergegeben wird. Absolut. Ja, ich habe ja ganz kurz erwähnt, mit 12 Jahren bist du nach Deutschland gekommen. Das heißt, du warst davon gar nicht betroffen, von dieser Geschichte hier, über die wir gerade sprechen. Das war gar kein Thema. Du warst mitten im System drin und konntest die Ausbildung machen, konntest den Weg gehen, ja, den du dir vorgestellt hattest. Bei dir war es so, du bist zum Studium hierher gekommen. Musste da auch irgendwas anerkannt werden? Oder? Ja, bei meinem Bachelorstudium konnte ich einige Module also in der Universität anerkennen lassen. Und ja, das hat dazu geführt, dass also mein Studium auch verkürzt wurde. Also das hat geholfen. Genau. Also es kann sehr positiv sein. Manchmal ist es ja innerhalb Deutschlands noch nicht mal möglich, Dinge anerkennen zu lassen. Unter den Universitäten ist das manchmal ein bisschen schwierig. Von daher, ja, da hast du auch großes Glück gehabt. Das war dann sehr positiv für dich. Und ihr beide seid eigentlich nicht wirklich betroffen, ja, so, und macht aber da trotzdem ganz, ganz viel für andere. Du hast ja auch schon gesagt, durch die Erfahrungen, die ihr macht, innerhalb der Familie, innerhalb der Community. Was würdet ihr sagen, wie wichtig ist denn Sprache da? Also ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt Leute hören, wenn die zuschauen, dass die vielleicht sagen, ja, ich habe den Traum, ja, das und das zu machen. Ich möchte einen Beruf weiter ausführen, den ich schon in einem afrikanischen Land ausgeführt habe. Ich spreche aber jetzt noch wirklich nicht gut Deutsch. Ich bin vor kurzem hier angekommen oder ich bin vielleicht auch schon sehr viele Jahre hier und spreche trotzdem die Sprache nicht besonders gut. Wie sieht das da aus? Ist das trotzdem möglich oder ist Sprache der Schlüssel, ohne den das gar nicht geht? Die deutsche Sprache, ja, natürlich, wohlgemerkt. Genau. Ja, also ich würde sagen, in diesem Anerkennungsverfahren heißt es, dass man seine Abschlüsse anerkennen kann, unabhängig von Nationalität und die Sprachkenntnis. Also das geht, also für die Anerkennung muss ich nicht Deutsch können, aber nach der Anerkennung, wenn ich einen Job haben möchte, da fängt das dann natürlich an, wenn ich in einem deutschen Unternehmen arbeiten möchte, dass ich schon irgendwie einigermaßen der Sprache mächtig sein muss, um da auch arbeiten zu können. Aber wir sind also in unserer Begleitung, gucken wir auch, was die Frauen denn oder die Menschen, die zu uns kommen, denn auch genau brauchen. Das heißt, wir vermitteln auch zu Sprachkursen, abhängig davon, was für einen Abschluss man hat. Also zum Beispiel bei bestimmten Berufen wird schon angegeben, was man braucht. B2 oder C1 und so. Und wir gucken, das sind die unterschiedlichen Niveaus, genau, für den, dass der Deutsch nicht genau weiß, was das bedeutet. Genau. Ne? Ja. Und dass wir da auch Sprachkurse vermitteln und den Frauen auch helfen, dass sie halt diese, wenn sie der Sprache nicht mächtig sind, dass sie da auch
ja, die Sprache lernen können. Also es ist, für die Anerkennung wird das nicht gebraucht, aber um in Deutschland arbeiten zu können, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es... dass die Leute sich da reinhängen sollen. Ja, ja. Genau, weil Anerkennungsantrag zu stellen, da braucht man keine Sprache. Das ist keine Voraussetzung. Keine Voraussetzung, das kann wirklich jeder aber machen. Um eine vollständige Anerkennung zu bekommen, es geht bei manchen Berufen, muss man unbedingt irgendwelches Niveau haben, Sprachniveau haben. Zum Beispiel für Gesundheitsberufe, B2 wird also verlangt. Bei Ärzten muss man C1 haben. Da ist es sehr wichtig. Vor allem, wenn man so eine teilweise Anerkennung bekommt, muss man irgendwie in die Schule, also Berufsschule gehen. Das heißt, muss man schon Minimum B2 haben. B2 ist also Minimum, was man haben kann, um mit Menschen sprechen zu können, zu kommunizieren zu können. Genau, da ist sehr wichtig. Es geht nicht darum, irgendwelche Bescheinigungen zu zeigen, ich habe B2. Es geht um, wie Sie sagen, wie gerade, es geht um Kommunikation mit Menschen, weil wir sind in Deutschland. Das heißt, wenn man als Verkäufer oder Verkäuferin muss man mit Kunden sprechen, das heißt, das ist ein großer Part von manchen Berufen. Ja, also natürlich, und ne? Überall, das ist so. Überall, egal ob in Deutschland oder in Afrika, also Fremdsprache, das heißt, wenn man in einem Fremdland lebt, spricht man also die Sprache der Afrika. Ist das dann also doch eine Voraussetzung? Voraussetzung, genau. Aber Sprache ist... Ja. Sprache ist ja auf jeden Fall Schlüssel auch zu Integration. Also ohne die Sprache zu beherrschen, kann man sich halt nicht integrieren. Und das fängt halt von ganz überhaupt irgendwie anzukommen, bis hin dann eben halt zum Beruf. Ja. Ja, stimmt. Also für mich auch stellt sich die Frage, wie kann man die Sprache lernen? Also für mich ist Sprache nicht nur in der Sprachschule zu lernen, da ist zu theoretisch. Ich glaube, man muss also sich auch trauen, ne? Genau, dann im Alltag so viel wie möglich zu sprechen. Genau, oder? Eine Kombination Sprachschule und dann vielleicht Arbeit oder Praktikum oder Praxis in Werkstatt, ich glaube, hilft mehr als nur Sprache lernen. Nur den Sprachkurs zu machen, weil ne? viele, vor allem für ältere Menschen, das ist schwierig, weil sie gehen in die Sprachschule, sie sitzen da, wie in der Schule, sie haben sich nicht daran gewöhnt, das ist schwierig. Das heißt, wenn sie irgendwelche Praktika haben, dann sind mit Menschen mittendrin, das heißt vor allem für Fachsprache. Sehr wichtig. Aber ich glaube, die Information, dass das so niedrigschwellig ist, dann, ne, wie ihr es beschrieben habt, dann oftmals doch, kann auch motivieren, ne, die Sprache einfach besser zu lernen, schneller zu lernen, da mehr Gas zu geben. Ja. Wie habt ihr denn die Sprache gelernt? Also ich meine, ihr sprecht hammermäßig, so deshalb ne, seid ihr da auch die richtigen Ansprechpartner. Du bist mit 12 hierher gekommen und warst dann mittendrin in der Schule einfach? Oder? Genau, 5. Klasse dann angefangen und habe dann eigentlich, also ich habe nichts, keine besondere Sprachschule bekommen, Wahnsinn. Sondern bin in die Klasse rein und ich glaube, ich war da halt noch in dem Alter, wo man das, also es gab so eine Art Nebenfächer, wo Kinder wie ich, also die Leute aus der Schule allgemein, die halt Schwierigkeiten hatten oder neu in Deutschland waren, halt eben Sprachunterricht noch mal in Deutsch. Da gab es Hilfe und Hilfsangebote. Genau, aber... Ja, der Wahnsinn. Also ich glaube, ihr beide macht auch Mut, ne? Weil ich meine, ihr habt ja euer Land verlassen, ihr seid hier mittendrin und habt das halt alles geschafft. Und deshalb glaube ich, euch glauben die Leute das auch, dass das alles gut funktionieren kann. Auch wenn eure Geschichten natürlich anders sind als die, denen ihr helft. Wie war das bei dir, ganz kurz? Ja, also danke erstmal für das Kompliment. Ich glaube nicht, dass ich sehr gut Deutsch spreche. Ich finde das schon. Ich hatte schon Deutsch in Togo gelernt. Okay. Dann bin ich hier gekommen, habe ich studiert, also Bachelorstudium, dann Masterstudium der Sozialpolitik. Ja, ich kann immer noch nicht perfekt, kann ich sagen,
aber trotzdem, ich kann mit Menschen kommunizieren. Ach, du kannst dich dafür schon feiern. Ich finde das, ich finde das schon sehr toll. Ist so, was ich auch Menschen aus Afrika sagen. Also wichtig, dass man mit Menschen also kommunizieren kann. Egal wie, Fehler, wir werden immer Fehler haben, also machen. Muss ich einfach aber trauen, glaube immer trauen, ne? Weiterhin so reden, sprechen, mit Menschen kommunizieren. Ich glaube, das war pures Empowerment. Und ich weiß drumherum, um diese Thematik gibt es auch immer wieder Infoveranstaltungen. Also ich glaube, wir können darauf hinweisen, bei Facebook zum Beispiel, ja, also da können die Leute auch direkt hinströmen und sich dann noch besser informieren, euch direkt ansprechen. Vielen Dank, dass ihr hier zu Gast war. Das war großartig, sehr informativ das Ganze. Wir sind gespannt, wie das alles weitergeht, hoffen natürlich, dass die Community das gut aufnimmt und dass sich diese Nachricht ganz, ganz schnell verbreitet, dass es da so viel Hoffnung gibt. Dankeschön an euch beide. Wir freuen uns jetzt nochmal auf ganz, ganz tolle Musik und diesmal von Queen Judith, You Deserve the Glory. Es ist eine absolute Gospel-Queen. Ich verabschiede mich von Ihnen, freue mich aufs nächste Mal und ja, toll, dass Sie immer wieder mit dabei sind. Bis bald. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship as I bless your holy name. You deserve the glory. Of the glory and the honor, I wave my hands in worship as I bless your awesome name. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship as I bless your holy name, 'cause you are great. You the miracle so great. There is no one. Yes, you are great. You're the miracle so great.